Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Programm vom Evangeliumsrundfunk. Unter dem Gesamtthema Ich bin traurig hören Sie im ersten Teil jetzt drei Beiträge mit den Titeln Er sieht uns, er hört uns, er erhört uns. Gemeint ist jeweils der dreieinige Gott. Autor ist Dr. Kurt Zabel aus Katwijk in den Niederlanden. Die jeweils drei Beiträge pro Seite bauen zwar aufeinander auf, können aber auch einzeln gehört werden. Jeweils dazwischen hören Sie Instrumentalmusik. Liebe Hörerin, lieber Hörer, Zeiten der Krankheit und des Leidens bringen Anfechtungen für unseren Glauben. Wir können es beim besten Willen nicht hindern, dass uns dann plötzlich Zweifel ankommen wollen. Fragen stehen vor uns auf. Ist es wirklich wahr, dass es einen Gott gibt? Und wenn ja, woher wissen wir, dass er unsere Not sieht, dass er unsere Klagen hört und unsere Gebete erhört? Sind das nicht alles nur Wunschträume, die wir uns selber machen oder die uns von anderen eingeredet werden? Für solche dunklen Stunden, die uns hin und wieder überfallen wollen, möchte ich Ihnen den Satz zurufen: Er sieht uns. Er, nämlich Gott der Herr. Er, nämlich Jesus Christus, unser Heiland. Er, nämlich Gottes Heiliger Geist. Er sieht uns. Aber woher wissen wir das? Diese Frage ist durchaus berechtigt. Denn wieso können wir irdischen Geschöpfe überhaupt etwas von Gott aussagen? Von uns aus gewiss nicht. Mit Recht singen wir: Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis umhüllet, wo nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllet. Aber sehen Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer, eben das hat Gott getan. Er hat unsere Finsternis erleuchtet und unseren Geist hell gemacht. Er hat uns mit Licht erfüllt. Theologen gebrauchen dafür das Wort offenbaren. Sie sagen, Gott hat sich uns Menschen offenbart. Das heißt, er hat sich uns vorgestellt. Er hat die Wolken beiseite geschoben, die ihn im Allgemeinen vor unseren Augen verbergen. Und das, was Gott uns von sich selbst kundgetan hat, das wissen wir nun. Jedoch nur das, nichts anderes. Aber das ist auch genug für uns. Also, von uns aus könnten wir nicht eine einzige Aussage über Gott machen, ob er uns wohl sieht oder hört oder erhört. Denn unser Verstand ist irdisch und vermag die göttliche Welt nicht zu erfassen. Aber Gott hat uns Menschen gesagt, wer er ist und wie er ist und was er tut. Dies hat er zunächst seinem auserwählten Volk Israel offenbart. Darüber lesen wir in den Büchern des Alten Testaments. Danach hat Gott in einzigartiger und vollendeter Weise in der Person Jesu Christi geredet. Davon handeln die Schriften des Neuen Testaments. Was also in der Bibel steht, darauf können wir uns verlassen. Das ist fester Grund. Und dort hat Gott es eben klar und deutlich gesagt, dass er uns sieht. Es ist schon erstaunlich, dass Gott überhaupt sieht. Aber so heißt es bereits auf dem ersten Blatt der Bibel: Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht, und Gott sah, dass das Licht gut war. Und am Ende dieses ersten Kapitels lesen wir: Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Nun hat es Menschen gegeben, tiefgelehrte Männer, die haben gemeint, die Schreiber der Bibel hätten dem unvorstellbaren Gott menschliche Eigenschaften angedichtet, wenn sie behaupten,
meinten, Gott könne sehen und hören. Aber es ist gerade umgekehrt. Gott hat den Menschen nach seinem Bilde geschaffen. Und weil Gott sehen kann, darum haben auch wir Menschen Augen, um damit zu sehen. Weil Gott hören kann, darum haben auch wir Ohren, um zu hören. Gott sieht also. Das könnte uns zunächst erschrecken. Wenn wir etwa zu Beginn des Sintflutberichtes lesen, Gott sah, dass der Menschen Bosheit groß war, 1. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 5, dann wird uns deutlich, dass Gott auch unsere Sünde und Schuld sieht. Da gibt es also kein Verbergen. Das viel Tröstlichere jedoch ist, Gott sieht auch unsere Not und unsere Krankheit, unser Leid und unsere bedrängte Lage. Es gibt eine Bibelstelle, die das besonders deutlich zum Ausdruck bringt. Bei der Schilderung der schrecklichen Not, in die das Volk Israel in der ägyptischen Gefangenschaft geraten war, heißt es im 2. Buch Mose, Kapitel 2, im letzten Vers, »Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an.« Wenig später, als Gott Mose zum Befreier Israels berief, sagte er, »Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört.« Kapitel 3, Vers 7. Gott sieht also. Und Gott sieht auch uns. Aber diese Aussage allein genügt noch nicht, um uns zu trösten. Auch ein Adler sieht aus Himmelshöhen ein Kaninchen auf dem Erdboden. Er sieht es jedoch ohne Erbarmen. Wenn aber Gott uns ansieht, dann liegt darin immer zugleich schon ein Stück seines Herzens. Wir können auch sagen, seines Erbarmens. Dann ist er innerlich bereits daran, uns zu helfen. Das geht aus vielen Stellen hervor, in denen die Evangelien uns beschreiben, wie Jesus während seines Erdenlebens sah. Wenn er das Volk ansah, so hatte er tiefes Mitleid mit ihm. Wenn er den Matthäus am Zoll sitzen sah, so wusste er bereits, wie er ihm das Heil und die Rettung nahebringen konnte. Wenn er sah, dass die Schwiegermutter des Petrus krank lag, war er bereits darauf aus, sie gesund zu machen. Als er Petrus nach der Verleugnung ansah, wusste er schon, wie er ihn in die Jüngerschaft zurückbrächte. Als er die Stadt Jerusalem ansah, weinte er, weil er voraussah, dass sie nicht das erwählen würde, was zu ihrem Heil und Frieden diente. So sieht Gott auch uns an, unsere Leiden, unsere Krankheiten, unsere Nöte. Darum sind für den Psalmsänger in dieser Gewissheit, Gott sieht uns, bereits der Trost und die Hilfe enthalten. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Ja, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. So lesen wir im Psalm 139. Von diesen Augen Gottes heißt es im Psalm 33, dass sie achten auf alle, die ihn fürchten. Und einem Psalm davor gibt Gott dem Gläubigen das Versprechen, ich will dich mit meinen Augen leiten. Psalm 32, Vers 6. Es steht also fest, der Herr sieht uns. Diese Gewissheit wollte ich Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zunächst zurufen. Trotz der Millionen und Milliarden von Menschen auf dieser Erde übersieht Gott keinen. Er weiß auch um meine und um Ihre Not. Ist das nicht schon ein wunderbarer Trost?
Der zweite Satz, über den wir gemeinsam nachdenken wollen, heißt: Er hört uns. Gemeint ist wieder der allmächtige und allgegenwärtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Von ihm gilt auch: Er hört uns. So sagen es uns die Bücher des Alten und Neuen Testaments, und darauf dürfen wir fest und sicher bauen. Könnte der Schöpfer selbst nicht über das verfügen, was er seinen Geschöpfen verliehen hat? Darum heißt es im 94. Psalm: Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen? Aus dieser Überzeugung haben die Gläubigen seit der Zeit der Erzväter den lebendigen Gott angerufen und dabei erfahren, dass er sie hörte. Ja, darin sahen die Frommen des Alten Bundes geradezu den entscheidenden Unterschied zwischen den Götzen der heidnischen Völker und dem einen wahren Gott, der sich ihnen offenbart hatte. Die Götzen haben Augen und sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht, und kein Laut kommt aus ihrer Kehle. So lesen wir im Psalm 115, die Verse 5 bis 7. Aber Gott hört. Diese wunderbare Tatsache hat Israel als ganzes Volk zum ersten Mal im Laufe seiner Geschichte erfahren, als es in Ägypten unter der Herrschaft eines gewalttätigen Pharao schweren Knechtsdienst tun musste und darunter stöhnte und zu Gott schrie um Erbarmen und Hilfe. Da heißt es ganz lapidar: Und Gott erhörte ihr Wehklagen. 2. Mose 2, 24. Seitdem haben die Frommen des Alten Bundes in allen Notlagen ihre Zuflucht bei Gott gesucht. Ein Blick in das Gesangbuch Israels, ich meine die Psalmen, zeigt uns das. Immer wieder stoßen wir auf die Bitten: Herr, neige deine Ohren zu meinem Flehen. Herr, höre meine Stimme. Und so zahlreich wie die Bitten sind auch die Bestätigungen. Der Herr hört unser Weinen und Flehen. Als der König Hiskia in eine schwere politische Lage geraten war, hatte er sich an Gott gewandt mit den Worten: Herr, neige deine Ohren und höre, tu deine Augen auf und sieh. Darauf ließ Gott ihm durch den Propheten Jesaja sagen: Was du zu mir gebetet hast, das habe ich gehört. 2. Könige 19. Genau das Gleiche durften unzählige Beter vor und nach ihm auch erfahren. Der Sänger des 4. Psalms fasst dies Glaubenserlebnis zusammen mit den Worten: Erkenne doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Der Prophet Jona betet: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Jona Kapitel 2, Vers 3. Der Lieblingsjünger Jesu, der Apostel Johannes, bringt alle Verheißungen, die er von unserem Herrn und Heiland persönlich gehört hat, auf den einen Nenner: Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 14. Liebe Hörerin, liebe Hörer, absichtlich habe ich Ihnen jetzt eine ganze Reihe von Bibelstellen gesagt, aus denen immer wieder diese Wahrheit hervorgeht: Der Herr hört uns. Er hört uns auch dann, wenn wir leise in unser Kopfkissen hineinsprechen oder gar unsere Bitten nur gedanklich formulieren. Er hört solche Gebete genauso wie die Schreie, die aus unserem zerschlagenen Leib oder unserer gequälten Seele kommen. Er hört uns. So bleibt für uns nur eins übrig: dass wir ihn auch wirklich anrufen. Das ist in Zeiten schwerer Not gar nicht selbstverständlich. Hiob zum Beispiel stellte sich auf den Standpunkt: Ich glaube nicht, dass Gott meine Stimme hört,
und dass er das Schreien der Elenden hört. Aber das war ein Irrtum, in den Hiob sich hineingesteigert hatte. Gerade das Umgekehrte ist wahr. Gott will, dass wir ihn anrufen. Gott wartet direkt darauf. Er freut sich, wenn wir uns an ihn wenden und in ihm den Helfer und Retter sehen. Denken Sie nur an das bekannte Psalmwort: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Psalm 50, Vers 15. Da hat der Beter des 31. Psalms den richtigeren Weg gefunden als Hiob. Auch ihm kamen in seinem schweren Leid Zweifel an Gottes Güte. Er fragte sich, ob Gott ihn vielleicht verstoßen habe. Aber dann kann er mit großem Dank und tiefer Freude bekennen: Gelobt sei der Herr, denn er hat seine wunderbare Güte mir erwiesen in einer festen Stadt. Ich sprach wohl in meinem Zagen: Ich bin von deinen Augen verstoßen. Doch du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie. Psalm 31, Vers 22 und 23. Wo immer Menschen sich im Glauben und Vertrauen an Gott gewandt haben, wurde deutlich: Gott hört nicht nur auf Könige und Propheten, also auf die Großen in der Welt und im Reiche Gottes, sondern Gott hört auch die Armen und Unbekannten. In dem Dankgebet der Maria, das wir im ersten Kapitel des Lukasevangeliums aufgezeichnet finden, steht es gleich zweimal: Gott hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen, denn er erhebt die Niedrigen. Es braucht sich also niemand von uns zu klein und unbedeutend zu fühlen, in seiner Krankheit oder in seinem Leid. Er darf getrost den Herrn anrufen und gewiss sein, dass Gott ihn hört. Darum wollen wir immer wieder das Gespräch mit ihm suchen. Die dritte Aussage heißt: Er erhört uns. Immer ging es bei diesem Er um den Gott, der uns in Jesus Christus durch den Heiligen Geist einen Blick hat tun lassen in sein Wesen, in sein Wollen und Fühlen oder, wie wir es am besten ausdrücken können, in sein Herz. Gerade in Zeiten der Krankheit ist es für uns so wichtig, dass wir uns vor Augen halten: Gott ist kein ferner, uninteressierter oder gefühlsarmer Despot, sondern er will uns ganz nahe kommen. Er sieht uns und hört uns und erhört uns. So lesen wir es in den Büchern, die wir die Bibel nennen. Sie ist für uns wirklich heilige Schrift. Nicht nur, weil sie von dem heiligen Gott handelt, sondern auch, weil der heilige Gott selbst in ihr und durch sie an uns handelt. Als erstes fanden wir heraus, dass Gott uns sieht. Wir erkannten, dass in diesem Sehen Gottes mehr liegt, als wenn wir einen Gegenstand mit unseren irdischen Augen wahrnehmen. Wir können dabei objektiv bleiben, das heißt unbeteiligt sein. Das kann Gott nicht. Wenn er die Untreue seines Volkes sieht, so schmerzt es ihn. Wenn er die Auflehnung der Menschheit gegen seine Gebote sieht, so gerät er darüber in Zorn. Aber wenn er unsere Not sieht, so denkt er an seinen Bund mit uns und lässt seine Barmherzigkeit walten. Nicht anders ist es, wenn wir zu Gott rufen. Dann registriert er das nicht nur. Er nimmt es nicht nur zur Kenntnis, sondern dies Hören treibt ihn zu einem aktiven Handeln für uns. Und das nennen wir Erhören. Gott hört uns nicht nur, sondern er erhört uns auch.
So kommt es, dass in vielen Bibelstellen dann, wenn von Gottes Hören die Rede ist, zugleich ein Erhören gemeint ist. Ich erinnere noch einmal an die Stelle aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 3, in der Gott zu Mose sagt: Ich habe das Elend meines Volkes in ihrer Knechtschaft gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Darum sollst du ihr Retter sein. Die Neufassung unserer Lutherbibel hat diesem Tatbestand Rechnung getragen, sodass wir an manchen Stellen, wo bisher das Wort Hören stand, nun ein Erhören lesen. So setzte Esra vor dem Auszug der ersten Rückwandererkarawane aus der babylonischen Gefangenschaft ein Fasten an, das seine Bitte zu Gott um eine Reise ohne Gefahren bekräftigen sollte. Der Schlusssatz seines Berichtes lautet jetzt: So fasteten wir und erbaten solches von unserem Gott, und er erhörte uns. Esra, Kapitel 8, Vers 23. Früher stand hier: Und er hörte uns. Oder beim Propheten Micha lasen wir bisher in Kapitel 7, Vers 7: Ich aber will auf den Herrn schauen und des Gottes meines Heils warten. Mein Gott wird mich hören. Heute lautet dieser Text: Ich aber will auf den Herrn schauen und harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Wenn es feststeht, dass Gott unser Gebet hört, dann dürfen wir gewiss sein, dass er uns auch erhört. Es ist wunderbar, dass wir einen Vater im Himmel haben, der uns lieb hat. So lieb hat, dass unser Bitten und Flehen sein Herz rührt und zu einer Liebestat antreibt. Viele Beter des Alten und Neuen Testaments haben aus ihrem eigenen Erleben heraus bekannt, dass für sie Gottes Hören bereits in Erhörung überging. Samuel schrie zum Herrn, und der Herr erhörte ihn, heißt es im 1. Samuelbuch, Kapitel 7. Nehemia sagt im Rückblick auf das Wunder der Befreiung Israels aus Ägypten: Du hast das Elend unserer Väter in Ägypten angesehen und ihr Schreien am Schilfmeer erhört. Nehemia, Kapitel 9, Vers 9. Auch in den Psalmen finden wir immer wieder den Dank für erhörte Gebete und erfahrene Hilfe. Gott hat mich erhört und gemerkt auf mein Flehen. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Zu Gott schrie ich, und er erhörte mich. Im Psalm 65 wird es dann generell gesagt: Du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Dem Priester Zacharias sagte ein Engel Gottes: Dein Gebet ist erhört. Die gleiche Botschaft wurde dem heidnischen Hauptmann Cornelius zuteil. Ganz besonders tröstlich ist es für uns, dass selbst unser Herr Jesus Christus im Aufblick zu seinem himmlischen Vater diese Erfahrung gemacht hat. Vor dem Grab seines Freundes Lazarus hob Jesus seine Augen auf und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Johannes 11, Vers 41. Alle diese Hoffnungen und Erfahrungen gläubigen Betens beruhen auf dem Versprechen Gottes: Ihr werdet mich bitten und ich will euch erhören. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. So steht es im Jeremia-Buch, Kapitel 29, in den Versen 12 und 13. Wir laufen also mit unseren Gebeten nicht gegen eine Mauer an, sondern treten vor das Angesicht dessen, der barmherzig und gnädig ist und schon auf unser Kommen wartet. Wohl bleibt die Tatsache bestehen, dass Gott zwar alle Gebete hört und erhört, aber nicht alle unsere Bitten zugleich auch erfüllt. An diesem Punkt sind wir dazu gerufen, unseren Glauben und unser Vertrauen
auch dann zu bewahren, wenn es einmal nicht nach unserem Willen geht. Gerade in solchen Zeiten ist Gott am Werk und hat etwas mit uns vor, das für uns noch besser sein wird als unsere eigenen Wünsche. Darum, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dürfen wir in unserer persönlichen Lage daran festhalten. Gott sieht uns, er hört uns und er erhört uns. Ich könnte es auch mit einem Psalmwort sagen: Der Herr denkt an uns und segnet uns. Gib dich zufrieden und sei stille in dem Gotte deines Lebens. In ihm ruht aller Freuden Fülle und ihm mühst du dich vergebens. Er ist dein Quell und deine Sonne, scheint täglich hell zu deiner Wonne. Gib dich zufrieden. Er ist voll Licht des Trosts und Gnaden, ungefärbten Treuen. Wir sind am Ende dieses Programms vom Evangeliumsrundfunk angelangt. Sie hörten drei Beiträge unter dem Gesamtthema »Ich bin traurig«. Der Autor war Dr. Kurt Zabel aus Katwijk in den Niederlanden. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Gesamtthemas »Ich bin traurig«. Der Autor ist Dr. Kurt Zabel aus Katwijk in den Niederlanden. Seine drei Beiträge tragen diesmal die Titel
Freude nach allem Leid, Freude in allem Leid und Freude über das Leid. Sie können die Beiträge hintereinander oder auch getrennt hören. Dazwischen hören Sie wieder Instrumentalmusik. Liebe Hörerin, lieber Hörer, für die meisten Menschen bedeutet Leid das Gegenteil von Freude. Man meint, diese beiden Größen könnten in keinem anderen Verhältnis zueinander stehen, als sich auszuschließen, wie etwa Feuer und Wasser, Licht und Finsternis. Dennoch gibt es eine Volksweisheit, die eine Ahnung besitzt von dem geheimen Zusammenhang zwischen Leid und Freude. Wir brauchen nur an das bekannte Sprichwort zu denken, auf Regen folgt Sonnenschein. Fast könnte das ein Wort aus der Bibel sein. Denn im Psalm 30 lesen wir, den Abend lang wäre das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Und im Buch Tobias stehen die Worte, das weiß ich aber für wahr. Jeder, der dir dient, wird nach der Anfechtung gekrönt und aus der Trübsal erlöst. Und nach der Züchtigung findet er Gnade. Denn du hast nicht gefallen an unserem Verderben. Nach dem Gewitter lässt du die Sonne wieder scheinen, und nach Klagen und Weinen überschüttest du uns mit Freuden. Deinem Namen sei ewig Ehre und Lob, du Gott Israels. Kapitel 3, Vers 22 und 23. In der Heiligen Schrift wird uns also doch eine Verbindung zwischen Leid und Freude aufgezeigt. Denn Gottes Wort ist nun einmal größer und tiefer als unser menschliches Denken. Darum weiß es auch von den verschiedenen Verhältnissen, in denen Freude und Leid zueinander stehen können. Wir besitzen Aussagen der Bibel, die von der Freude nach dem Leid sprechen. Wir haben andere, die etwas von der Freude im Leid wissen. Und es gibt sogar einige, die von der Freude über das Leid handeln. Mir geht es darum, Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in den mancherlei Nöten, in denen Sie sich vielleicht gerade befinden, die frohe Botschaft der Heiligen Schrift zuzurufen: Das Warten der Gerechten wird Freude werden. Dieses Wort steht in der Sammlung der Sprüche Salomos, Kapitel 10, Vers 28. Die darin enthaltene Weisheit war ein köstlicher Besitz des Volkes Israel. Zunächst von Generation zu Generation mündlich überliefert, bis sie schließlich auch schriftlich festgelegt wurde und damit Eingang fand in die Bücher des Alten Testaments. Allerdings sind die Sprüche Salomos kein Buch, das man in einem Zug durchlesen sollte. Es genügt vielmehr, wenn wir einige Verse daraus zur Betrachtung und Besinnung in uns bewegen. Darüber werden uns Fragen kommen, aber auch Antworten einfallen, besonders andere Bibelstellen, die das Gesagte unterstreichen oder weiter ausführen. So wollen wir es jetzt einmal tun mit diesem genannten Wort: Das Warten der Gerechten wird Freude werden. Voran müssen wir die Tatsache stellen, dass Menschen, die ihr Leben nach Gottes Willen ausrichten, keineswegs immer nur leichte und angenehme Wege geführt werden. Auch sie können in Krankheiten und Leiden geraten, die ihnen jede Freude am Weiterleben rauben wollen. Da heißt es, den Blick nach vorne zu richten und nicht zu vergessen, dass das Leid keine unbegrenzte Macht über uns besitzt. Ganz nüchtern ausgedrückt hieße das, es gilt, auf bessere Zeiten zu warten. Wenn wir es mit einem Wort der Heiligen Schrift sagen wollen, lautete es so: Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Klagelieder, Kapitel 3, Vers 26. Damit ist das Entscheidende gesagt. Wir warten nicht ohne Grund. Und unsere Hoffnung ist keine Illusion, sondern wir trauen auf die Hilfe Gottes,
weil Gott sie uns zugesagt hat. Ich denke beispielsweise an das wundervolle Lied vom zukünftigen Heil, mit dem der Prophet Jesaja im Auftrage Gottes sein Volk in schwerer Lage getröstet hat. Darin heißt es: Stärke die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sage dem verzagten Herzen: Seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Er kommt und wird euch helfen. Dann beschreibt dieses Lied, wie die Krankheiten abfallen werden von denen, die durch sie geplagt wurden. Die Augen der Blinden werden wieder aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Lahme werden springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Ewige Freude wird sein über dem Haupt der erlösten Gotteskinder. Freude und Wonne werden sie ergreifen, und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Das alles können Sie, lieber Hörer, liebe Hörerin, im Jesaja-Buch Kapitel 35 nachlesen. Wir sollen nicht meinen, dass der Prophet sein Volk mit diesem Blick in die Zukunft auf billige Weise vertrösten wollte. Oh nein! Wir können vielmehr von diesem Propheten des Alten Bundes bis zum letzten Buch des Neuen Bundes durch die ganze Bibel hindurchgehen. Überall werden wir die gleiche Hoffnung finden, dass auf Menschen, die ihr Leben aus Gottes Hand nehmen, nach allem Leid dieses irdischen Daseins die Freude wartet. So lesen wir in der Offenbarung des Johannes: Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Kapitel 21, Vers 4. Unser Herr Jesus Christus hat einmal ein Gleichnis erzählt von den Pfunden, die einem jeden von uns anvertraut sind. Wer sie in seinem Leben recht anwendet, so dass sie Frucht für Gottes Reich bringen, zu dem wird der Herr einst sagen: Geh hinein zu deines Herrn Freude. Matthäus 25, Vers 21 und 23. Dass ein Zusammenhang besteht zwischen unserem irdischen Leben und der ewigen Freude danach, bringt einer jener Psalmen, die dem Volk Israel in der babylonischen Gefangenschaft geschenkt wurden, in folgender Weise zum Ausdruck: Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Psalm 126, Vers 5 und 6. Wenn wir das Leid nicht als sinnloses Schicksal verfluchen und uns nicht dagegen auflehnen wie gegen ein grausames Etwas, sondern es als ein Mittel aus Gottes Hand nehmen, um uns dadurch reifer werden zu lassen für die Ewigkeit, dann können wir dessen gewiss sein: Das Warten der Gerechten wird Freude sein. So hat es auch der Verfasser des Hebräerbriefes erkannt und im 12. Kapitel seines Briefes beschrieben. Wenn wir Leid erdulden müssen, so dient dies zu unserer Erziehung. Denn wie ein weiser Vater mit seinen Kindern, so geht Gott mit uns um, damit wir ihm näher kommen und Anteil an seiner Heiligkeit erlangen. Zunächst scheint auch uns solche Zurechtweisung in keinerlei Beziehung zu irgendeiner Freude zu stehen. Aber hernach, wenn wir Gott haben an uns wirken lassen, bringt sie uns eine liebliche Frucht, nämlich den Frieden des Herzens und die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und dann zitiert der Verfasser den Anfang jenes Liedes aus dem Jesaja-Buch, an das auch ich vorhin erinnerte: Darum stärke die müden Hände und die wankenden Knie. So möchte ich Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, den Segenswunsch zurufen, den der Apostel Paulus einst über die Glieder der Gemeinde in Rom aussprach. Römerbrief, Kapitel 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Musik.
Ich sprach gerade über das Verhältnis, in dem Leid und Freude zueinander stehen. Auf den ersten Blick schienen es für uns Gegensätze zu sein, die sich ausschließen. Entweder wird uns Freude zuteil, so meinten wir, oder wir erfahren bitteres Leid. Aber beides zusammen? Wie sollte das möglich sein? Und dennoch ist es möglich. Die Heilige Schrift bringt diese beiden Gegensätze miteinander in Verbindung. Sie verspricht uns zunächst eine Freude nach allem Leid. Das ist keine bloße Vertröstung. Die Bibel deckt damit vielmehr den eigentlichen und tiefsten Sinn des Leids auf, wie ihn der Dichter Karl Hartmann in allen Versen seines Liedes »Endlich bricht der heiße Tiegel« ausgesprochen hat. Durch das Leiden will uns der Herr auf die Freuden der Ewigkeit ausrichten. Nun wollen wir diese beiden Begriffe, Freud und Leid, noch näher aneinander rücken und uns fragen, gibt es auch Freude im Leid? Oh, ich denke, wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, dass Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, mitsprechen und Ihre eigenen Erfahrungen zu diesem Thema sagen könnten, brauchte ich nur noch ein Dankeschön zu sagen. So viele Zeugnisse würden laut werden, wie ein gehörtes oder gelesenes Gotteswort, aber auch ein freundliches Wort unserer Mitmenschen, ein Besuch, ein Lied, ein Gedicht, ein Sonnenstrahl und unzählig viele andere Dinge uns Freude bringen können in unserem Leid. So aber wollen wir wieder die Heilige Schrift sprechen lassen und darauf hören, was sie uns darüber zu sagen weiß. Auch dies werden persönliche Bekenntnisse von Menschen sein, die uns teilnehmen lassen an ihren Erfahrungen in Zeiten der Not. Da wäre zum Beispiel der Ausspruch des Propheten Jeremia, der durch seine Verkündigung in schwerem Kampf stand gegen den Geist jener Zeit und gegen den Unglauben seines Volkes. Dein Wort ward meine Speise, so oft ich's empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt. Kapitel 15, Vers 16. Wer von uns hätte das nicht auch schon in Zeiten der Krankheit und des Leids erfahren, dass von Gottes Wort eine Kraft für unseren inneren Menschen ausgeht, wie vom täglichen Brot für unseren natürlichen Leib? Und wer hätte es nicht schon erlebt, dass ein Wort unseres Herrn unser Herz trösten und sogar erfreuen kann? Weil es uns eben daran erinnert, dass wir Gottes geliebte Kinder bleiben, auch in den Nöten, die uns bedrängen. Denken wir einmal an den Dichter des 73. Psalms, der sich trotz seiner schweren Zweifel zu dem festen Entschluss hindurchrang: Dennoch bleibe ich stets an dir. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wie ist das möglich, fragen wir uns vielleicht, dass dieser Mann so sprechen konnte? Weil er erfahren hat, Gott bleibt alle Zeit bei mir. Auch im Leid, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Dieses Wissen gab ihm Trost und verlieh ihm Kraft und Zuversicht, auch das schwerste Leid zu ertragen. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Es wird für uns nicht leicht sein, dieses Bekenntnis auch zu dem Unsern zu machen. Wir werden es zunächst wohl nur stockend und buchstabierend nachsprechen können, wie ein Anfänger im Lesen. Aber wir werden die Wahrheit dieser Aussage auch an uns erfahren. Wer im Leid die Nähe Gottes erlebt, der ist schon auf dem Weg vom Leid zur Freude. Und dann werden auch wir sagen können, wie jener Mann damals: Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Psalm 73 von Vers 23 an. Freude im Leid. Diese Erfahrung dürfen erst recht wir Christen machen.
Denn seit jener Nacht, als Gottes Botschaft die Hirten auf dem Felde vor Bethlehem traf, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren. Lukas 2, Vers 10 und 11. Seitdem ist die Freude aus den Herzen derer, die in Jesus Christus ihren Heiland gefunden haben, nicht mehr wegzudenken. Freude auch in allem Leid. Viele von Ihnen werden das Lied kennen: In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ. Darin wird gesagt, warum auch das schwerste Leid uns nicht mehr in Verzweiflung bringen kann. Du hast's in Händen, kannst alles wenden, wie auch heißen mag die Not. Wir haben einen starken Heiland und einen gütigen Herrn, dem wir nicht nur unser leiderfülltes Herz ausschütten können, sondern der uns auch in allen Nöten helfen kann. Und was noch viel wichtiger ist, helfen will. Wir dürfen genauso zu ihm rufen, wie die Kranken während seines irdischen Wirkens es taten. Und wir dürfen ebenso überzeugt davon sein, dass der Herr auch uns hört und erhört. Damit ist jedoch die große Freude noch nicht ausgeschöpft. Sie bleibt auch bestehen, wenn Jesus uns nicht gleich von unserem Leid befreit. Denn der eigentliche Grund unserer Freude liegt in der Gewissheit, dass Gott uns so lieb hat, dass er seinen Sohn nicht nur für uns sterben, sondern auch für uns auferstehen ließ. Als der Herr seine Jünger vorbereitete auf seine Passion, sprach er von ihrer Traurigkeit am Karfreitag und von ihrer Freude danach. Da sagte er zu ihnen: Ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Johannes Evangelium, Kapitel 16, Vers 22. Diese Verheißung gilt auch uns in unserem Leid. Weil wir einen auferstandenen und lebendigen Heiland haben, kann niemand und nichts mehr die Freude aus unserem Herzen reißen. Wenn wir die Evangelien lesen, und sie heißen ja auf Deutsch frohe Botschaft, dann verstehen wir, wie Jesu Lieblingsjünger Johannes in seinem ersten Brief schreiben konnte, was wir gehört und gesehen haben, nämlich was wir mit Jesus Christus erlebt haben. Das schreibe ich euch, damit unsere Freude vollkommen sei. Das Wissen darum, dass der allmächtige Gott durch Jesus Christus unser Vater sein will, der uns allezeit in Liebe trägt, hält die Freude in uns wach, auch in notvollen Tagen. So gibt es also auch eine Freude in allem Leide. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, und auch mir, dass der gütige Herr uns diese Freude immer dann erleben lässt, wenn wir sie besonders nötig brauchen. Jedoch noch auf ein drittes Verhältnis hinweisen, in dem Leid und Freude zueinander stehen können. Es gibt sogar eine Freude am Leid, sodass wir uns freuen können über ein Leid, das wir zu tragen haben. Ich würde dies nicht auszusprechen wagen, wenn die Bibel nicht auch davon spräche, und zwar an vielen Stellen sogar. Hören wir einmal darauf. Da wird uns etwa in der Apostelgeschichte Kapitel 5 berichtet, dass die Apostel wegen ihrer Predigt vom auferstandenen Herrn von dem Hohen Rat in Jerusalem zu einer Geißelstrafe verurteilt wurden, dass sie aber nach Vollzug dieser Strafe fröhlich vom Hohen Rat weggegangen seien, weil sie würdig gewesen waren, um Christi willen diese Schmach zu erleiden. Vers 41.
Und im ersten Petrusbrief steht die Aufforderung an uns: Freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Kapitel 4, Vers 13. Hier wird mit der Botschaft ernst gemacht, die der Herr Jesus Christus während seines irdischen Wirkens verkündigt hat. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Matthäus Evangelium Kapitel 5, Vers 11 und 12. Jesus wird also denen, die bereit sind, für ihn auch zu leiden, diese Treue vergelten. Nur wenn man dessen gewiss ist, kann man begreifen, wieso der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom schrieb: Wir rühmen uns der Bedrängnisse. Kapitel 5, Vers 3. Sie werden gemerkt haben, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass es sich in all den eben genannten Stellen um ein Leid handelt, das uns trifft, weil wir Jünger Jesu sind und dies vor der Welt auch zum Ausdruck bringen. Ich bin froh, dass durch die Revision unserer Lutherbibel nun schon seit mehr als 10 Jahren das bisherige Wort Trübsal durch den Ausdruck Bedrängnis ersetzt worden ist, wenn es sich um eine Folge unseres christlichen Glaubens handelt. Denn Trübsal kann jeden Menschen treffen, ob er gläubig ist oder nicht. Darum trägt Trübsal auch keine Verheißung in sich, dass wir um ihretwillen erfreut oder gar belohnt werden sollten. Wenn jedoch die ungläubigen Menschen sehen, dass wir es mit der Nachfolge unseres Herrn ernst nehmen und sie uns daraufhin in allerlei Bedrängnisse bringen, durch Benachteiligung, Spott oder Bedrohung, dann gilt uns das Wort des Apostels Petrus: Ihr werdet euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Ja, mit einer unaussprechlichen und herrlichen Freude werdet ihr euch freuen, wenn ihr das Ziel eures Glaubens, nämlich der Seelenseligkeit, erreichen werdet. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 6 bis 9. Es ist zwar für unseren Verstand eine unfassbare Tatsache, aber im Reich Gottes ein geltendes Gesetz. Wer für Christus und mit Christus leidet, der wird auch mit zur Herrlichkeit erhoben und himmlische Freuden erleben. Römerbrief, Kapitel 8, Vers 17. So kann die Freude nach unserem Leid sogar zu einer Freude über unser Leid werden. In diesem Zusammenhang gibt es noch eine Stelle in den Paulusbriefen, die wir in der Verkündigung nur selten hören und deren Inhalt uns daher weithin unbekannt ist. Im ersten Kapitel seines Briefes an die Kolosser schildert der Apostel die Größe und Herrlichkeit seines Amtes als Botschafter Jesu Christi an die Heidenwelt. Dann kommt er auf seine persönliche Lage zu sprechen. Seit Jahren schon sitzt er in Gefängnishaft. Und die Gemeinden werden sich fragen, in welcher Stimmung er sich wohl befinde. Hören wir seine Antwort: Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Kapitel 1, Vers 24. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, so heißt es in der Lutherbibel. Das griechische Wort für in kann hier geradezu mit an wiedergegeben werden und hat dann die Bedeutung von über. Ich freue mich an den Leiden, ich freue mich über die Leiden. Was will der Apostel damit sagen? Es gab schon bei den frommen Juden damals die Vorstellung, dass der erwarteten Heilszeit die messianischen Wehen vorausgehen müssten. So sagte auch der Herr Jesus Christus in seiner Rede vom Ende dieser Weltzeit und seinem Wiederkommen in Herrlichkeit, dass der Vollendung schwere Zeiten vorausgehen werden, wie die Wehen einer Frau vor der Geburt ihres Kindes.
Matthäus Evangelium Kapitel 24, Vers 8. Diese Wehen treffen jetzt die Gemeinde, denn sie ist der Leib Christi und mit ihrem Herrn zusammengekreuzigt und gestorben. Erst wenn ein gewisses Maß an Drangsalen und Leiden durchlitten ist, wird Jesus wiederkommen. Der Apostel Paulus aber trug von dem, was daran noch fehlt, durch das, was er um seines Glaubens willen erlitt, einen Teil, gleichsam stellvertretend für die ganze Gemeinde. Und in diesem Wissen kann er sich über seine Leiden freuen. Tragen Sie doch dazu bei, das Kommen der Heilszeit zu beschleunigen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was könnte diese Aussage für uns bedeuten? Auch wir dürfen das Leid und in erster Linie das um unseres Glaubens willen erlittene Leid, wenn wir es in Gehorsam annehmen und in Geduld ertragen, als einen stellvertretenden Dienst für die Gesamtgemeinde Jesu Christi ansehen. Einen Dienst, den Gott ganz hoch werten und belohnen wird. Ich erinnere an das Wort Jesu, wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Johannes Evangelium Kapitel 12, Vers 26. Ob wir vielleicht jetzt besser verstehen, was der Apostel Paulus meinte, als er bereits auf seiner ersten Missionsreise den Gemeindegliedern das schwierige Wort zumutete, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Apostelgeschichte 14, Vers 22. Auch hier heißt es nicht mehr, dass wir durch viel Trübsal in Gottes Reich kämen. Nur wenn wir um unseres Glaubens willen bedrängt werden, dürfen wir dies Wort auf uns beziehen. Aber dann sehen wir erst, welch ein Trost in solchem Leiden liegt. Ein Trost, der so stark ist, dass er geradezu in Freude übergeht, so dass wir dem Apostel nachsprechen können: Ich habe überschwängliche Freude in aller Bedrängnis. 2. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 4. Der Autor dieser Beiträge war Dr. Kurt Zabel aus Katwijk in den Niederlanden. Mit drei Versen aus dem 94. Psalm klingt dieses Programm vom Evangeliumsrundfunk aus. Wenn ich sprach, mein Fuß ist gestrauchelt, so hielt mich Herr deine Gnade. Ich hatte viel Kummer in meinem Herzen, aber deine Tröstungen erquickten meine Seele. Der Herr ist mein Schutz, mein Gott ist der Hort meiner Zuversicht.